Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Schokibanoki Daily. Deine Tagesdosis Angeberwissen hier bei Schokibanoki New Television. Ich bin der Christian, das ist der Sascha. Cheerio. Heute am 5. Januar, Sascha, wen hat Geburtstag heute? Was schätzt du? Was weiß ich? Millionen von Leuten. Was kann man denn da schätzen? Schätz mal. Ja, weiß nicht. Sag mal einen Namen. Ein Schauspieler. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Ja. Ja. Als wenn ich vorher gelunzt hätte. So? Ach ja, guck mal hier. Genau. Bradley Cooper. Bradley Cooper wurde auch schon zum Sexiest Man Alive gewählt. Der? Der wurde 2011 wurde zum Sexiest Man Alive. Was? Ja gut, 13, 14, 15 habe ich den Titel bekommen. Der Matt Damon hat sogar raus. Mal hier gewonnen. Der war schon mal Sexiest Man Alive? Matt Damon hat Sexiest Man Alive gewonnen und da wurde er von George Clooney und Brad Pitt sowas von aufgezogen. Weil die sind ja irgendwie verkumpelt oder sowas von Ocean's 11 oder Ocean's 12 und Ocean's 13 und Ocean's und da haben die den so rund gemacht, irgendwie die ganze Zeit nur mit irgendwelchen SMS gestalkt und so ein Kram, weil er Sexiest Man Alive geworden ist. Also bei ihm okay. Ich meine, der hat ja also filmmäßig Hangover, ne? Also ja. Hangover. Hast du schon mal einen Hangover? Ist schon mal vorgekommen, ne? Ist schon mal vorgekommen. Ein richtiger Filmriss? Also, dass ich mich an nichts erinnern kann, hatte ich auch schon, ja. Echt? Ja. Das ist böse. Aber halt nicht so krass wie die Jungs in dem Film, ne? Also. Nein, also natürlich. Ich hatte keinen Tiger im Bad. Und du hast nicht mit Mike Tyson gefühlt. Das hat Bradley Cooper auch nicht. Nee? Achso. Nein, okay. Hier am 5. Januar ist, 1993 ist der Öltanker, guck mal hier, sind wir hier gerade? Zack. Der Öltanker. Der Öltanker läuft auf den Shetlandinseln auf Grund auf und verliert 84.000 Tonnen Rohöl. Kannst du dich noch daran erinnern? 84 nicht. 84 nicht? Da war ich noch, ich bin ja erheblich jünger als du und 84 habe ich mich noch nicht mit Nachrichten befasst. Nein? Nein. Ach, gut. Da war ich 5, Sascha. Aber ich glaube, ich kann mich so dunkel daran erinnern. Nee. Aber heute, und das passt ja auch dann im Prinzip, das ist ja auch dadurch entstanden, soweit ich weiß, am 5. Januar ist auch Tag des Vogels. Nicht des Vögels. Ja, Tag des Vogels. Einfach nur, ja, weil... Guck mal, das ist doch dieser Vogel von der Bierwerbung. Ist er das? Bier, ja. Ach, guck mal, da hat unser Kollege hat da ja ein Bild rausgenommen, da hat er gar nicht gewusst, wo er das hat. Ich schätze mal, da ist normalerweise so ein Bierschriftzug links neben dem Vogel, den er, glaube ich, einfach weggemacht hat, oder? Hier steht normalerweise Schokibanoki Bier. Richtig, genau, Schokibanoki Bier, ja. Genau. Heute Tag des Vogels. Tag des Vogels, um den Vogelbestand der Welt so zu schützen. Ne? Ja, rette die Vögel. Rette das Vögel. Ja. Ja, genau. Rette die Vögel. Ja. Das war heute der 5. Januar. Ja. Tagesloses, unnützes Wissen sozusagen. Richtig. Angeberwissen. Angeberwissen. Jetzt könnt ihr rausgehen und könnt erzählen. Und könnt mal richtig einen raushauen. Ja. Was heute alles passiert ist, Bradley Cooper und. Und Brä. Das mit dem Brä und heute, ach, hallo Vögel, alles super. Genau. Ja, bis morgen. Cheerio, Miss Sophie. Tschö.